Nils Winter 1:1 in Gütersloh. Ja, wie ist dein Fazit? Ich glaube, dass wir das teilweise in der ersten Halbzeit gar nicht so verkehrt gemacht haben. Wir hatten die ein oder andere gute Möglichkeit, auch mit mir. Das sind eigentlich dann auch so die Momente, wo ich eigentlich dann auch, wenn ich Tore schieße, die Tore schieße. Ja, das ist momentan einfach ein Problem, dass wir das dann halt nicht tun, auch mal aus einer Halbchance oder aus zwei Chancen mal ein Tor machen. Das passt momentan noch nicht so ganz so gut. Trotzdem ja, Respekt an die Mannschaft, dass wir dann trotz Unterzahl noch zurückgekommen sind. Ja, und dann hier den Punkt dann am Ende noch mitnehmen. Klar, es ist natürlich ärgerlich, weil wir uns im Vorfeld was ganz anderes erhofft hatten, dass wir hier wirklich mal die Kehrtwende schaffen. Aber ja, so wie der Spielverlauf dann war, muss man dann auch zufrieden sein. Und ja, ich bin stolz aufs Team, weil wir haben heute wirklich Charakter gezeigt. Ihr habt ja heute auch wieder anerkennenden Applaus von den Fans bekommen. Gibt einem das dann auch nochmal so die extra Portion Kraft vielleicht für das nächste Heimspiel, auch wenn jetzt so ein bisschen Pause dazwischen ist? Ja, definitiv. Also ich muss sagen, das ist unfassbar, was die Fans wirklich Woche für Woche einfach abreißen. Ich meine, so eine Strecke, die legt auch nicht mal jeder so zurück hier bis nach Gütersloh. Und ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir den Fans heute wenigstens 3 Punkte schenken können, dass sie eine schöne Heimfahrt haben. So müssen wir uns mit dem Punkt heute zufrieden geben. Aber nochmal, trotzdem Kompliment an die Mannschaft. Wie froh bist du, dass jetzt mal ein Wochenende Pause ist, dass ihr mal so ein bisschen vielleicht durchatmen könnt, das alles mal sacken lassen könnt, was bisher so passiert ist in dieser Saison? Ich bin eigentlich schon relativ froh, dass das jetzt wirklich auch in dieser Phase passiert, weil wir jetzt einfach nochmal wirklich 2 Wochen haben, um einiges aufzuarbeiten, auch nochmal wirklich auch im tagtäglichen Training einfach arbeiten können. Und auch wenn viele das vielleicht noch nicht mehr hören können, aber Abläufe trainieren, dass wir wirklich uns auf den unseren Mitspieler halt einstimmen, dass wir auf dem Platz noch mehr zur Einheit werden. Dann toll dabei, danke. Dankeschön. Rainer Plasenrich, 1:1, Auswärtsspiel in Gütersloh. Vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr zerfahrene Partie, auch mit 2 roten Karten, ein unnötiges Gegentor. Wie fällt so dein Fazit zu dem Trip hier nach Gütersloh aus? Ja, die erste Halbzeit haben wir das nicht auf das Spielfeld gebracht, was ich mir vorstelle. Dementsprechend haben wir das mit 10 Mann hinbekommen. Das ist halt sehr komisch. Vielleicht lag es dann auch an den ganzen Wechseln, dass die mehr Mut hatten oder auch mit dem Rücken an die Wand standen. Da haben wir es relativ gut gemacht. Wir haben die Räume eingelaufen, haben die Bälle auch kombiniert, haben gespielt. Deswegen sehe ich es jetzt nicht so zerfahren an. Klar, mit den roten Karten ja. Aber auf der anderen Seite haben wir dann auch einmal angefangen, Fußball zu spielen. Und da haben wir uns auch mit 10 Mann nachher den Ausgleich verdient. Auf jeden Fall. Und es gab ja sogar die Möglichkeiten, das Ding dann doch noch am Ende zu gewinnen. Würdest du denn sagen, nach den Einwechslungen, also woran hat es vorher gehapert? Sind das dann irgendwie Abläufe, die nicht so fruchten? Oder wie kannst du dir das erklären, dass es dann immer noch am Anfang noch nicht so gut ist? Man muss halt Fußballer halt sich zeigen und den Ball fordern und auch haben wollen und nicht nur immer weglaufen. Und dementsprechend ist Fußball total einfach. Ja? Wenn ich das aber dann nicht auf die Kette kriege, ja, dann ist der Trainer da, der muss halt sehen, hat da gewechselt und das haben wir gemacht und haben es dann ja mit 10 Mann auf einmal lief es. Na, und leider haben wir unsere Chancen, die wir nachher noch gehabt haben, die Konterchancen, wieder mal, so wie auch im letzten Spiel, nicht konsequent und sauber ausgespielt oder einfach mal auf die Hütte geknallt. Wenn ich am 16er bin, dann verschießen wir aus 30 Metern. Ja gut, in die Köpfe der Spieler kann ich in dem Moment nicht reingucken. Nach dem Schalke-Spiel habt ihr gesagt, das war spielerisch ein Schritt in die richtige Richtung. Heute gab es zumindest auch mal keine Pfiffe von den Fans nach dem Spiel, sondern wieder einen aufmunternden Applaus. Wie ordnet man das dann ein? Weil rein auf dem Papier, Alemannia Aachen gegen Aufsteiger Gütersloh, ein 1:1 ist dünn. Jetzt mal unter uns. Das Papier ist geduldig. Das war schon seit Jahren so. Und man muss eins sagen, nur weil man Aufsteiger ist, fährt man hier nicht hin und haut die 4-0 aus dem Stadion. Also ich weiß nicht, was manche sich immer vorstellen und so weiter. Und für diese ganze Euphorie, die gemacht worden ist, da kann ich nichts für. Ich muss mit denen gerade arbeiten, was ich vorfinde. Und dementsprechend ist es schwer genug gerade. Vielen Dank.